Okay. Gut. Wenigstens zieht sie keine krumme Tour ab. Das rechne ich ihr schon mal hoch an. Vor allem, wenn ich bedenke, wie wir in der dritten Season mit ihr umgegangen sind und geklaut haben und, Ivan? Ach, der pennt. Ist ja auch Nacht, Gottes Willen. Eventuell soll ich auch mal einen Platz zum Schlafen finden. Willkommen, Fremder. Wenn du etwas kaufen oder verkaufen willst, ich bin dein Mann. Ich habe nur die besten Waren zu verkaufen. Interesse? Lass uns handeln. Natürlich. Mal sehen, was du anbietest. Du hast einigermaßen okay Waffen. Das Schwert wäre sogar besser als unser aktuelles, ja. Nee, wäre es nicht. Ist noch besser als der Bogen, den wir gerade ausgerüstet haben, okay. Zweihundertzwanzig Splitter kann ich mir nicht leisten. Der hat echt viele Ressourcen. Scheiße, noch eins. Kriege ich das Geld für die Kapuze zusammen? Wahrscheinlich nicht, oder? Den werde ich wahrscheinlich eh nicht verwenden, dann kann ich den verkaufen. Dann wird's gehen. Ich kann aber auch die Kapuze verkaufen. Dann kann ich die anlegen. Nice! Ein gutes Geschäft. Wenn du wieder mal was brauchst, komm einfach zu mir. Yep. Und ich hätte das vielleicht lesen sollen kurz, weil. Okay, unten sehe ich, ob ich neutral, nett oder unhöflich bin. Okay. Also gibt es nicht mehr diesen Kältewert von früher. Okay. Ich würde erstmal zu Dingens gehen. Zu, warte mal, Brombeer, den brauchen wir da auch noch. Mensch, kennst du noch die Zeiten, wie es früher hier ausgesehen hat? Ja, die Wüste hatte die Stadt ziemlich im Griff. Es macht mich richtig stolz, wenn ich sehe, was wir Berserker hier geschaffen haben. Aber entschuldige, dass ich dich so einfach vollquatsche. Ich bin Brambart. Sehr erfreut. Aha. Sag mal, hast du zufällig etwas Neues über die Grenzgebiete in Karakis gehört? Die Morkons haben eines der Weltenherzen dort angegriffen. Tatsächlich? Oh Mann, das ist ja krass. Warum interessiert dich das? Wir reiben uns viel zu sehr im Inland von Tavar und den Küstengebieten auf. Die wahre Gefahr kommt aber eigentlich von außen, ist meine Meinung. Wir sind viel zu unterrepräsentiert in Karakis. Das wird uns noch zum Verhängnis. Warlord Tialk braucht eine Unterstützung bei seinem Weltenherz in Karakis. Ach ja, Das kommt jetzt vielleicht im Moment etwas ungelegen. Ich habe gerade eine Menge zu tun. Hast du nicht gesagt, man müsste sich mehr um Karakis kümmern? Ja, schon, aber. Ach, weißt du was? Ich schulde Tialk eh noch einen Gefallen. Also werde ich den Kram, der hier auf mich wartet, erst einmal liegen lassen und meinen Freund unterstützen. Das hört sich gut an. Ja, aber dann muss ich sofort losgehen, bevor mich noch jemand abfängt und mir eine weitere Aufgabe zu. Solltest du vor mir bei Tialks Weltenherz sein, dann sag ihm, dass ich unterwegs bin. Bis bald. Nein, würde ich nicht sein.
Nicht schlecht. Wir müssen wieder durch die ganze Grube. Verdammt, Axt. Vier Elix, 100 Elixit. Das ergibt plötzlich viel mehr Value als damals. Tja. Licht. Helles Licht. Das Licht ist hier so hell. Mich irritiert das total, dass die Fackeln erst in einer gewissen Instanz spawnen. Ich habe auch Angst, falls ich es höher stelle, dass die... Ist das wirklich so? Dass die einfach meinen Rechner killen. Wie auch immer. Fenris schickt mich wegen der Mine. Und? Was hat er gesagt? Er hat mir Splitter gegeben. Das ist ein ganzer Haufen. Hat er auch gesagt, was ich mit der Kohle machen soll? Mit den Splittern das Leck stopfen, kommt wohl nicht in Frage. Hast du eine Idee? Gasmasken kaufen? Die Idee ist gut. Genug Kohle haben wir von Fenris ja bekommen. Aber ist das echt die Lösung? Ich wüsste nicht mal, woher wir welche bekommen sollten. Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Noch eine andere Idee? Die Gasquelle verschließen? Das wäre natürlich das Beste. Dafür müsste aber jemand reingehen und die Quelle suchen. Ich weiß, der alte Scrappy hat schon viel verlangt, aber würdest du das für mich tun? Klar, mache ich. Nimm am besten was von Fenris Kohle. Kauf dir davon ein paar Heiltränke oder so. Ach, warte mal. Da fällt mir ein, ich hab ja sogar eine Gasmaske. Ist zwar ein olles Ding, aber vielleicht hilft's ja wenigstens ein bisschen. Wofür habe ich mir gerade eine gekauft? Ansiehst, schau ich mal, was unser Plan B sein könnte. Ich habe mir legit gerade die Gasmaske gekauft, weil ich schon erwartet habe, dass ich in die Mine gehen muss. Ich habe legit erwartet, dass ich in die Mine muss. Und habe mir in weiser Voraussicht eine Gasmaske gekauft. Jetzt kriege ich noch einen in die Hand gedrückt. Why? Oh Mann. Ach, da ist das Banditenlager, das wir letztes Mal ausgeräumt haben, ja. Da sind wir nur vorbeigeschrammt, dann dass wir hingelaufen sind. Oh Mann. Eventuell wäre es eine Idee, hier bis zum Morgen zu schlafen. Dass es nicht ganz so dunkel ist im Screen die ganze Zeit. Im Gegensatz zu... Oh Mann. Das war ja was. Im Gegensatz zu Elex 1 scheinen die Nächte hier wirklich länger zu dauern. Und sie sind nicht so hell wie in Elex 1. Hier unten war der Eingang. Okay, das ist einfach der Straße nach. Eigentlich gut. Ganz nett hier. Ja, eigentlich. Eigentlich wirklich sehr, sehr nett hier, ja. Sag mal, wir haben doch den Nahkampfbonus erst nach dem letzten Kampf gekriegt, oder?
glaube, das hat sich gelohnt. Und ich frage mich gerade, ob wir es vielleicht gegen die beiden Raptoren versuchen sollten. Tagsüber ist es auch schwieriger, an denen vorbeizukommen. Die haben plötzlich keinen Totenschädel mehr. Interessant. Es geht los. Okay, so ja, es hat was gebracht. Ja, ich weiß, ich habe ein Level-Up. Alter Kaya! Achtung! Nicht geil. Oh Gott, Kaya liegt scheiße. Ja gut. Einzeln gehen die auf jeden Fall. Eins schon down, okay, lass mal zwei direkt von hier triggern. Ich bin da. Das wird auf jeden Fall gehen. Außer ich weiche nicht aus und lade einen schweren Schlag auf. Das war meine Schuld, Gottes Willen. Ich bin da. Was zum Henker? Ich bin da. Ach, was du nicht sagst, Kaya. Wie wär's, wenn du... Achtung! Gottes Willen. Das war ein Krampf. Das war mal ein richtiger Krampf. Okay.
Das wird der schwerste Kampf von denen gewesen sein. Bleib hinter mir. Okay, ja, gut, der Raptor ist Gulasch. Inventar, Essen. Der sieht gut aus gerade. Und dich lege ich mir für normale Heilung noch raus. Also wie dich. Da fällt mir ein, Gasmaske. Dann wollen wir mal sehen, was wir da finden können. Und ob wir diesmal die Gasmaske uns vielleicht schützt. Ich werde hier auf dich warten. Mach das. Besser, ich verschwinde hier. Okay, wie sollen wir hier die... Dieser dämliche Hund mehr abbauen und schneller arbeiten, sagt er. Er muss ja nicht mit dem hartnäckigen Stein herumärgern. Soll der Idiot selbst mal in den Dreck schmeißen und was tun? Ob Scrappy weiß, wie Graben mit uns umgeht? Klingt auf jeden Fall nicht so gut. Aber wo ist denn die Quelle hiervon, verdammt? Noch wirkt der Kartoffelsalat, aber wahrscheinlich nicht belange. Jetzt warte ich schon seit 3 Tagen darauf, dass mir der Nichtsnutz von einem Werk ein neues Werkzeug bringt. Wenn der noch länger braucht, dann sitze ich mir noch mein Arschleder durch. In einer Woche draußen kann ich das wohl vergessen. Ich versuche gerade wirklich einfach nur noch die Quelle zu finden. Das hier scheint die Quelle der giftigen Gase zu sein. Ich sollte Scrappy davon erzählen, dass sich diese Quelle nicht schließen lässt. Ja, ich glaube, das wird mal wieder Punkt. Die Erzadern müssen warten, die kann ich jetzt nicht ausnehmen. Gerade nur noch aus der Mine raus, weil ich ja nicht noch einen Kartoffelsalat verbraten möchte. Ah, sehr schön. Endlich, sie haben gesagt, dass ich nur noch diese Woche arbeiten muss. Wird Zeit, dass ich mal wieder ein bisschen Tageslicht sehe. So langsam brauche ich eine Abwechslung von der ganzen Maloche.
Ja, hat sich nicht ganz gelohnt für dich, ne? Geh voraus, ich folge dir. Das ist echt die Frage, was ist schneller? Hinlaufen oder Teleporter und rumlaufen? Ich glaube hinlaufen. Aber ich sehe auch gerade, wir sind schon über der Zeit. Whoops. Wir speichern immer. Genau. LP 0002. So. Ich sag danke schön fürs dabei sein. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken für euch, dieses wunderbare Meisterwerk hochqualitativer Kunst produziert haben zu dürfen. Ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf. Stellt nichts an, was ich anstellen würde, das Ende meistens böse. Von daher, macht's gut. Tschüss, Kowski.